Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich wende mich heute mal mit einer kleinen Bitte an euch. Bitte geht am 26. September wählen. Meiner Meinung nach ist es nämlich ein Privileg, dass wir Bürger den Politikstil der nächsten Jahre auf Bundesebene bei Wahlen immer mitbestimmen können. Ist, wenn man es weltweit gesehen sieht, nicht selbstverständlich, und von daher ist es ein Privileg, ist es was sehr Wertvolles, und von daher ist es auch wichtig, dass möglichst viele mitmachen und wählen gehen. Ja, und am Ende kann wirklich jede einzelne Stimme entscheidend sein und den Unterschied machen, welchen Politikstil es die nächsten Jahre geben wird. Wie auch bei der letzten Bundestagswahl habe ich mir natürlich mal wieder angeschaut, welche Vorschläge und welche Vorhaben haben denn die einzelnen Parteien in Bezug auf das Thema Bahn. Und ja, da bin ich auch wieder die einzelnen Wahlprogramme der 7 aktuell im Bundestag vertretenen Parteien durchgegangen, habe die durchgescannt auf die Stichworte Bahn und Schiene und habe dann mal alle Vorhaben in einer Liste untereinander aufgeschrieben und dann mal verglichen und analysiert, welche Partei will was machen, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede. Ich möchte es aus Zeitgründen nicht, wie das letzte Mal, einzeln mit euch durchkauen, sondern ich finde, das könnt ihr euch mal in Ruhe jeder selbst anschauen. Und deswegen, hier der Hinweis in der Videobeschreibung, also unter diesem Video, müsst ihr runterscrollen, da findet ihr dann den Link zu diesem Übersichtsdokument, was ich hier für euch erstellt habe. Und kurz zur Erläuterung, also links sind die einzelnen Vorhaben, die die Parteien in Bezug auf den Schienenverkehr haben. Die habe ich untereinander aufgelistet. Und dann seht ihr in den Spalten, da sind die Meinungen der einzelnen Parteien zu diesen Vorhaben. Kurz zur Erläuterung, ein Haken heißt, die Partei möchte dieses Vorhaben innerhalb der nächsten 4 Jahre oder langfristig gesehen auf jeden Fall umsetzen. Das ist der Partei wichtig. Wenn da ein gelber Haken ist, dann ist es sogar ein Vorhaben, wo die Partei sehr konkret geworden ist, also mit sehr konkreten, genauen Angaben und Zahlen im Wahlprogramm sich hier diesbezüglich geäußert hat. Ein Fragezeichen bedeutet, dass die Partei hier keine Angaben in ihrem Wahlprogramm bezüglich diesen Vorgaben gemacht hat. Und ein X bedeutet, dass die Partei etwas im Wahlprogramm stehen hat, wo dieses Vorhaben ausdrücklich nicht umgesetzt werden soll. Also zum Beispiel den DB-Konzern aufzuspalten, also die Infrastruktur in staatlicher Hand zu behalten und die DB dann komplett zu privatisieren und nur noch den Zugbetrieb machen zu lassen. Dafür spricht sich die FDP aus, sieht man hier an dem Haken, aber die SPD möchte das nicht machen. Die möchte den DB-Konzern so beibehalten bzw. höchstens Reformen anstoßen. Genau, so ist das Ganze zu verstehen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Und ganz unten sind noch Angaben, die vielleicht dem Verständnis dienen bei einzelnen Punkten. Genau, die habe ich dann unter der Liste eben noch aufgeschrieben. Und ich hoffe, so bekommt ihr einen guten Überblick, was welche Partei in Bezug auf den Schienenverkehr die nächsten Jahre vorhat, was welcher Partei wichtig ist, was welche Partei wie umsetzen möchte. Und da gibt es ja, wie man sieht, doch erhebliche Unterschiede. Wen das Ganze dann noch ein bisschen detaillierter und genauer interessiert, dem kann ich das zweite Dokument, was ich angefertigt habe, empfehlen. Dort habe ich nämlich alle Auszüge, die mit dem Thema Bahn oder Schiene zu tun haben. Da habe ich alle Auszüge aus dem Wahlprogramm rauskopiert, also das sind Originalzitate, und habe die für jede Partei da eben alles untereinander aufgeschrieben. Und da könnt ihr dann nochmal die Originalzitate, so wie sie in den Wahlprogrammen stehen, eben nachlesen. Natürlich sollte man jetzt seine Wahlentscheidung nicht nur vom Thema Bahn abhängig machen. Es gibt ja noch sehr viele weitere, sehr, sehr wichtige Themen eben auch. Und da kann ich euch persönlich den Wahlomaten empfehlen. Das ist eine Internetseite für alle, die es noch nicht kennen. Da kann man 38 Fragen zu den verschiedensten Themen beantworten und sieht dann am Ende, mit welcher Partei hat man welche inhaltlichen Übereinstimmungen. Und aber das Thema Bahn kommt im Wahlomaten nicht vor, und von daher habe ich mir die Mühe gemacht und für euch mal eben aufgelistet, was in puncto Schienenverkehr haben jetzt die einzelnen Parteien eben so vor.
was ist den Einzelparteien wichtig. Deswegen habe ich diese Liste angefertigt. Dann möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, den ich immer wieder höre. Ja, und da heißt es immer so, ja, Wahlprogramme gut und schön, aber ach, die Parteien, die machen danach, nach der Wahl, eh was ganz anderes. Und da muss ich sagen, oberflächlich wirkt es vielleicht so, wenn man sich aber detailliert mit gewissen Themen auseinandersetzt, dann ist es definitiv nicht so. Möchte ich mal veranschaulich an dem Beispiel Bahnverkehr, darum geht es ja auch auf diesem Kanal immer hauptsächlich. Und zwar, wir haben ja eine Koalition, bislang jetzt aus Union und SPD, und die haben vor der letzten Wahl versprochen, die Schienenmaut, beziehungsweise offiziell heißt es Trassengebühren, zu senken im Güterverkehr. Kurze Erläuterung, jedes Eisenbahnunternehmen muss dafür, dass es fährt auf dem deutschen Schienennetz, Geld zahlen an die DB Netz, die dafür dann eben ja, die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur dafür eben zuständig ist. So, und das ist natürlich ein gewisser Wettbewerbsnachteil der Schiene gegenüber zum Beispiel der Straße. Auf der Straße ist ja höchstens bei der Lkw-Maut auf der Autobahn, ja, da müssen mal die Betreiber was zahlen, aber ansonsten im Güterverkehr, also im Schienenverkehr ist es so, da muss man immer Geld zahlen für jeden einzelnen Kilometer, auch nicht gerade wenig. Und von daher ist es so ein bisschen ein Wettbewerbsnachteil, den Union und SPD da eben ja, zugunsten der Schiene ausgleichen wollten, haben also der DB Netz Geld gegeben, dafür konnten die dann die Trassenpreise senken und das wurde auch umgesetzt. Ja. Anderes Beispiel ist der Deutschlandtakt, wurde auch versprochen, dass Projekt anzugehen und da wurden ja jetzt auch die ersten Schritte gemacht oder eben auch ja Steigerung der Investitionen. Da haben wir Investitionen in die Bahn zum Beispiel 2018 von 11,6 Milliarden und jetzt haben wir 2021 13,5 Milliarden Euro, die in dem Jahr in die Bahn investiert wurden. Also sieht man auch eine Steigerung, aber klar, könnte auch noch deutlich mehr sein. Gibt ja auch viele Experten, die sagen, wir müssen deutlich mehr in die Schiene investieren und das hätte sein können, wenn jetzt zum Beispiel andere Parteien in den letzten 4 Jahren an der Regierung gewesen wären, dass es dann deutlich mehr Geld für den Schienenausbau gegeben hätte. Also von daher, man sieht, es macht einen sehr großen Unterschied, welche Partei an der Regierung ist und werden auch tatsächlich Dinge aus den Wahlprogrammen umgesetzt. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal und geht wählen.